Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo, willkommen zurück. In diesem Video möchte ich euch die letzte wichtige Geschichte hier im Layout oder Leiterplatten-Editor zeigen. Und zwar ist das hier oben die Platinenkonfiguration. Das ist recht wichtig. Wenn wir die öffnen, haben wir hier als erstes einmal unsere Layer, das heißt, wir können hier drüben unser Erscheinungsbild ein bisschen anpassen. Das möchte ich auch gleich mal an dieser Stelle tun. Ich kann also hier über diese Checkboxen Layer ausblenden. Ich blende mal hier unten diese benutzerdefinierten Layer weg und ich kann Layer auch umbenennen. Ich gehe also hier rein, schmeiße mal hier das User 1 raus und nenne das jetzt hier Tutorial. Halt. So, richtig schreiben. Und dann kann ich das hier entsprechend anpassen. Wenn ich auf OK klicke, wird das übernommen. Und wir sehen hier unten die benutzerdefinierten Userlagen sind weg und hier die eine ist umbenannt worden. Da bitte ich an dieser Stelle aber auch gleich um Vorsicht. Bitte hier alles, was hier oberhalb von diesen benutzerdefinierten Lagen ist, gut, die User Echo 1, 2, User Comments und Drawings, die könnte man vielleicht auch noch umbenennen, beziehungsweise ausblenden, wenn man sie nicht braucht. Aber alles andere hier ab Edge Cuts nach oben oder dieses Margin, also Edge Cuts Randabstand ab hier nach oben, würde ich A nicht mehr ausblenden, weil er sie immer braucht. Die werden also für das Erzeugen der Gerber-Dateien gebraucht. Und ganz wichtig, ich würde sie auch nicht umbenennen. Auch hier könnte ich ja theoretisch umbenennen. Das würde ich oder empfehle ich nicht, weil sämtliche Platinenhersteller beziehen sich eben auf diese Namen. Ja, wenn ihr Gerber-Files exportiert oder erzeugt, dann habt ihr ja beim Platinenhersteller die Angabe, welche Layer exportiert werden müssen als Gerber und da stehen eben genau diese Namen. Und wenn ihr sie dann umbenannt habt, dann wird das natürlich schwierig. Hier oben über diesen Button kann ich mir ausgeblendete Layer wieder einblenden. Ich mache das mal, ich wähle das hier an, zack, und dann wird das hier wieder eingeblendet. OK drücken und wir sehen es hier wieder da. Dann haben wir im nächsten Bereich hier den technischen Lagenaufbau der Platine. Für die Einsteiger auch hier bitte nichts umstellen, das ist eigentlich so richtig alles eingestellt. Wichtig, 99,9% aller Platinen, die es so auf der Welt gibt, sind hier in der Regel zweilagig und eben hier aus diesem FR4-Material. Damit seid ihr im Prinzip auch am besten bedient, wenn ihr euch in der normalen Signalverarbeitungstechnik und Analogtechnik bewegt, dann ist das hier normalerweise die erste Wahl. Das ist das einfachste Material. Wer natürlich jetzt sagt, ich will hier Gigahertz-Technik machen oder was, der könnte natürlich mal hier so eine Keramikplatine brauchen. Das kann ich hier natürlich auch noch auswählen, wenn ich das möchte, mit OK. Dann werden eben hier auch das Epsilon und der Verlusttangens gleich angepasst. Das brauche ich dann für verschiedene Berechnungen. Das zeige ich dann nochmal hier, wenn wir das Video zum Berechnungswerkzeug nutzen. Und da kann man das also, wird das dann, werden diese Werte benötigt. Ihr lasst bitte erstmal hier für den Einstieg für das Tutorial die ganze Sache auf FR4. Kann jetzt hier auch noch Farben vorgeben, welche Farbe zum Beispiel eben hier der F-Silkscreen haben soll. Dann kann ich hier noch festlegen, was für Eigenschaften zum Beispiel eben der Bestückungsdruck oben haben soll, Direct Printing oder Liquid Photo oder eben nicht festgelegt, wenn ich es nicht weiß. Das gleiche für hier unten, Farben kann ich vorgeben und so weiter und so weiter. Ich kann hier eben auch noch weitere Lagen hinzufügen, bis zu 32. Das könnte ich doch schon mal eher gebrauchen, wenn man sagt, ich möchte eine vierlagige Platine machen. Dann kann ich das hier zuweisen. Und ich habe hier automatisch eine vierlagige Platine. Es kommen dann hier zwei neue Layer dazu, in 1, in 2 Kupfer. Wenn ich hier OK drücke, sehen wir das auch hier. Wir haben also jetzt vier Kupferlagen, also diese vier Kupferlagen oben, unten und die beiden inneren. Wenn ich hier wieder rausgehe, na, kann ich das hier wieder mal zurückstellen auf 2.
Also halt, ich lasse es nochmal auf 4, ich möchte euch noch was anderes zeigen. Dann sehen wir auch hier, kann ich jetzt zum Beispiel noch einschränken, soll das eben eine Potentialfläche oder gemischt sein oder. Das kann ich dann hier entsprechend auswählen. Auch das ist möglich. In der Regel brauchen wir aber 2. Auch das ist meistens so die typische Einstellung. Dann haben wir hier als nächstes noch die Platinenoberfläche. Das heißt hier eine Kupferfläche. Da kann ich jetzt sagen, ist die hier vergoldet, versilbert oder eben reines Kupfer. Habe ich hier Randsteckverbinder? Ja, nein. Sind die abgeschrägt? Hier kann ich Erweiterungswerte eintragen. Hier oben sieht man das, was damit gemeint ist. Also verwenden Sie die Empfehlungen Ihres Platinenfertigers für Lötstoffmaskenerweiterung und minimale Brückenweite. Falls nicht vorgegeben, auf 0 stehen lassen. Also hier für die Einsteiger erstmal auf 0. Wo kriege ich diese Werte her? Ich habe hier mal so einen Platinenhersteller aufgerufen. An der Stelle der Hinweis, ich kriege hier kein Geld dafür. Ist auch keine Werbung für diesen Hersteller. Und ich werde auch von dem nicht gesponsert oder wie auch immer. Ich habe den hier rein ausgewählt, weil ich ihn halt gefunden habe. Und wir sehen hier, kann man jetzt zum Beispiel diese ganzen Werte, die hier dargestellt sind in der Tabelle, kann man jetzt in dieser Platinenkonfiguration eingeben. Wir sehen eben hier, dass zum Beispiel das Bohrlochmaß, das kleinste, was der Hersteller anbietet, 0,15 mm sind. Das größte sind 6,3 mm. Hier verschiedene Abstände, Minimum und so weiter und so weiter und so weiter. Und genau diese ganzen Werte kann ich mir jetzt eben hier aus diesen Tabellen heraussuchen und kann die hier eintragen. Das werde ich dann auch tun. Mal beispielhaft von diesem Hersteller werde ich das mal durchführen und zeige euch das im nächsten Video. Damit ich das natürlich nicht immer machen muss, kann ich mir, wenn ich jetzt immer bei einem und demselben Hersteller bin, also nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier mein, wäre jetzt hier mein Haus- und Hoflieferant, dann könnte ich also hergehen und sagen, okay, ich lege einmal ein Projekt mit diesen Werten an und könnte jetzt die Einstellung von einer anderen Platine importieren, wenn ich ein neues habe. Ja, da kann ich also hier wählen, was ich importieren möchte. Und könnte jetzt hier reingehen in Projekte und sagen, hier im anderen Projekt das auswählen, da draufklicken und dann würden die ganzen Einstellungen, die ich hier vorher angecheckt habe, automatisch übernommen werden. Das heißt, ich muss hier nicht jedes Mal diese ganzen Werte hier aus der Webseite des Herstellers raussuchen und hier händisch eintragen. Ja. So, dann haben wir hier Texte und Grafiken, hier auch die Voreinstellungen. Auch hier bitte einfach diese Einstellungen lassen. Ich benutze KiCad seit Jahren und war eigentlich noch nie in der Situation, dass ich hier irgendwo hätte was an diesen Grundeinstellungen für Text und Grafik ändern müssen. Die sind hervorragend gewählt. Bin damit zufrieden. Gut, wer möchte, kann natürlich hier gerne damit rumexperimentieren. Dann kann man hier die Einheiten umstellen, ob ich hier mit Millimeter in Klammern oder ohne Einheit anzeigen möchte, ob ich in Zoll, Millimeter oder Mill arbeiten möchte oder eben automatisch auswählen kann oder muss. Dann haben wir hier die Textposition, kann ich noch außen oder innen einstellen, Pfeillängen und so weiter. Auch das alles Grundeinstellungen, in denen ich in der Regel nichts vornehme oder ändere. Auch hier diese Strich-Punkt-Abstände habe ich bisher noch nie geändert. Textvariablen, da mache ich nochmal ein eigenes Video dazu und dann kommen wir hier nochmal an die Designregeln. Auch hier sehen wir jetzt nochmal so verschiedene Sachen. Mindestfreiraum, Mindestleiterbahnbreite, Mindestdurchmesser für Vias, Drillhole und so weiter. Und da sehen wir eben, oder das ist eben das hier, wo ich dann wieder in meine Webseite reingehen muss und dann kann ich hier eben diese Werte eintragen. Oder ich lasse es für den Anfang einfach mal als Einsteiger so, wie es hier vorgegeben ist, denn die sind auch relativ gut gewählt und auch das hat bisher immer bei mir auf Anhieb funktioniert. Die meisten Hersteller können diese Vorgaben, wie sie hier sind, auch umsetzen. Dann kann ich hier vordefinierte Größen anlegen.
um die dann auswählen zu können. Das machen wir dann in einem der nächsten Videos. Ich kann hier meine Netzklassen anlegen und zuweisen. Auch das zeige ich im nächsten Video. Das ist eine ganz wichtige Sache. Hier muss man oft drin arbeiten. Das zeige ich dann. Und ich kann hier auch in der Platinenkonfiguration jetzt noch zum Beispiel, das ist neu im KiCad 7, DRC, also für den DRC-Check, eigene Regeln anlegen. Ja? Das heißt, ich gehe hier hinten auf die Syntaxhilfe und kann jetzt hier eine eigene Regel anlegen, auf die dieser DRC-Check prüfen soll und dann sagen soll, okay, ist erfüllt, ist in Ordnung oder ist eben nicht in Ordnung und es wird ein Fehler ausgegeben. Ja, und dann kann ich das hier laufen lassen und dann würde der mir hier meine Platine prüfen und sagen, passt oder passt nicht. Auch das ist komplettes Neuland, damit muss ich mich mal selber befassen, das kenne ich auch jetzt so noch nicht. Da werde ich dann auch nochmal ein separates Video dazu machen. Ansonsten haben wir hier noch den Verstoß der Schweregrade. Das ist wie im Schaltplan-Editor. Da haben wir hier eigentlich schon die Vorauswahl. Auch hier der Hinweis gerade an die Einsteiger. Bitte hier nicht drin rumklicken. Hier muss man wissen, was man tut. Auch diese Einstellungen sind wirklich sauber gewählt. Bin damit höchst zufrieden, habe da auch noch nie was ändern müssen. Und damit wären wir eigentlich hier schon wieder durch. Ich verabschiede mich. Bleibt gesund und im nächsten Video zeige ich euch, wie wir jetzt hier Edge Cuts erstellen können. Und ich werde dann mal auch noch aus der Webseite von diesem Platinenhersteller hier den ein oder anderen Wert übernehmen und euch das zeigen, wie das dann aussieht. Also in dem Sinne, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.